Ja, hallo liebe Zuschauer, ich melde mich hier vom Schießplatz des Heimat- und Schützenvereines Hullern am Sportplatz. Wir feiern unser Schützenfest. Mein Name ist Norbert Neuhaus und ich bin Schriftführer im Heimat- und Schützenverein. Der Heimat- und Schützenverein hat ungefähr 300 Mitglieder und alle drei Jahre feiern wir unser Schützenfest. Heute ist unser Vogelschießen. Nach 6 Jahren Corona-Zeit freuen wir uns endlich wieder, unser Vogelschießen durchführen zu können. Ich bin zu Gast hier, wir wollen einfach mal schauen, aber da wir ja selber in Asen sehr schützenaffin sind, wollten wir uns das Vogelschießen gerne auch angucken. Wir freuen uns, hier in Hullern zu sein, aus dem Grunde, weil wir sehen, das Dorf lebt. Und ganz viele auswärtige Spielleute sind hier, das wird immer schwieriger. Wir werden gleich zum Zelt gehen, werden einfach mal gucken, wie die Konstellation da sich gestaltet. Es ist ja ein Traum eines Hullerner Bürgers zu sein, einmal Schützenkönig zu sein. Und diesen Traum haben wir uns vor 6 Jahren, ist in Erfüllung gegangen. Und da habe ich mir eine Königin ausgesucht, Christa Beermann. Und bei dem letzten Schuss unseres Vogelschießen wusste der Schießer nicht, dass das 6 Jahre Regentschaft hinter saßen. Wir sind ein Spielmannszug. Wir machen Musik mit Flöten und Trommeln und einigen Nebeninstrumenten noch. Der Verein besteht seit 1933 und wir machen Musik für Schützenfeste, Karneval und diverse Anlässe wie Nikolausumzüge und so weiter. Wir haben tatsächlich 5 Königsanwärter. Das wird bestimmt ein spannendes Schießen, um unseren Vogel Lucris vom Lippefeuer heute hier ordnungsgemäß von der Stange zu holen. Weitere Highlights unseres Schützenfests sind sicherlich morgen unser Schanzenstürmen mit den Schanzenbauern und den Grenadieren. Ich bin damals von dem damaligen Vogelbauer Paul Kuhmann angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, einen Vogel zu bauen. Und dann wurde ich eingeladen zu einer Vogelbestellung der Gilde Haltern damals im Jahr 1999. Sah mich da gegenüber einem unförmigen Stück Holz und habe dann mehr oder weniger den Auftrag bekommen, da einen Vogel rauszubauen. Eine super Stimmung, finde ich. Und wir haben auf den Vogel draufgehalten, noch mal ich und mein Kumpel. Also die Stimmung war genial. Besseres gibt es nicht. Schützenfest im Allgemeinen, was bedeutet das für Sie? Also seitdem ich hier in Haltern wohne, sehr, sehr viel. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, muss ich jetzt sagen. Aber in Haltern, hier in Hullern, ist das Hammer. Also erstmal bin ich natürlich mit dem Auto hier hingekommen, weil Hullern ja ein bisschen weiter außerhalb liegt. Aber Hullern gehört ja genauso gut zur Stadt Haltern wie alle anderen Ortsteile und ist natürlich ein schöner Brauch. Hier in Hullern wird auch Schützenfest gefeiert. Ich war letzte Woche in Bramsdorf, davor in Haltern Mitte. Und eigentlich war das nur eine Vorbereitung jetzt hier für Hullern, weil hier ist tatsächlich Brauchtum wird hier hochgehalten und hier ist wirklich einiges los. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und eine tolle Veranstaltung. Wir werden jetzt gleich, wenn das neue Königspaar sich eingekleidet hat und ein bisschen Ruhe gefunden hat, werden wir zur Inauguration zum Kirchplatz gefahren. Da ist eine Tribüne aufgebaut, beziehungsweise eine Stufenebene. Und da werden wir die Krone und die Kette übergeben. Dann stehen wir neben dem Königspaar. Der neue König hat bestimmt was zu sagen, was wir vor 6 Jahren auch gesagt haben, weil wir noch in Fieber und erstaunt waren. Und dann geben wir die Kippe ab und dann bedanken wir uns, dass wir einen neuen König haben bei allen. Und dann sind wir mit dieser Wirkung der Übergabe dieser 2 Teile nicht mehr Königspaar.